Wir halten oftmals an Menschen in unserem Leben fest, die uns durch ihr Handeln zeigen, dass sie uns eigentlich nicht wertschätzen. Sie rufen nicht zurück, sie schreiben nicht zurück, bis dass die Frage mal in einem Gespräch kommt, wie geht's dir eigentlich, und sie auch wirklich gut zuhören, dauert's. Das heißt, sie erzählen meist nur von sich selbst. Warum halten wir also an diesen Menschen fest? Das ist einerseits aus Gewohnheit und andererseits auch aus Angst, allein zu sein. Aber wichtig ist, ihr müsst's wirklich, aber es ist so, Menschen aussortieren. Denn wir haben in uns nur einen gewissen Raum zur Verfügung, den wir mit anderen Menschen teilen können. Das heißt, wenn dieser Raum mit Menschen besetzt ist, die euch nicht wertschätzen oder die euch durch ihr Handeln zeigen, dass sie euch nicht wertschätzen, diese nehmen also den anderen, die das vielleicht tun würden, den Raum weg. Das bedeutet, sortier aus, mach Platz, denn wenn du Raum hast, dann kannst du diesen Raum auch wieder anderen zur Verfügung stellen. Und glaubt's mal, die Leute kommen schon, aber ohne dass man Raum schafft, werden sie nicht kommen.